Ja, liebe Freie Demokraten, ich freue mich sehr über den Vorschlag von Joachim Stamp und ich habe große Lust, mehr Verantwortung für die FDP Nordrhein-Westfalen zu übernehmen, wenn Sie mir heute Ihr Vertrauen schenken. Mein Name ist Moritz Körner, ich bin 31 Jahre alt. Ich war Vorsitzender der besten Jugendorganisation der Welt, der Jungliberalen, Landesvorsitzender. Ich war Mitglied im Landtag von Nordrhein-Westfalen und ich bin jetzt der Innen- und Haushaltspolitische Sprecher der FDP im Europäischen Parlament. Und jetzt fragen sich einige, wie vielleicht diese neuen Aufgaben in Düsseldorf zu meiner Arbeit in Brüssel passen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist es doch klar, Europa ist nicht irgendwo da draußen. Wir leben nicht auf einer Insel der Seligen. Krieg, Geflüchtete, Corona, explodierende Energiepreise. All das, was in der Welt passiert, das trifft uns auch hier vor Ort, in den Kommunen, in der Kommunalpolitik, im Land, im Bund und auch in Europa. Und entsprechend müssen wir unsere Politik auch abstimmen. Und das will ich machen als neuer Generalsekretär, wenn ihr mir das Vertrauen dafür schenkt, liebe Freundinnen und Freunde. Und es wurde eben schon angesprochen, wir müssen auch noch weiter an uns arbeiten. Ja, die nächste Kommunalwahl kommt, lieber Paavo Zwickler. Ja, wir müssen uns weiter reformieren als Partei, noch moderner werden. Aber auch da gibt es in Europa gute Beispiele, liberale Parteien in Europa. Und ich will Best Practices aus Europa nehmen bei Mitgliederbeteiligung, bei Digitalisierung, bei Diversität, um tatsächlich die FDP in Nordrhein-Westfalen nicht nur zum modernsten Landesverband der FDP, sondern zu einer der schlagkräftigsten Parteiorganisationen in ganz Europa zu machen. Das ist mein Ziel, liebe Freundinnen und Freunde. Aber jetzt ist Wahlkampf. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe große Lust, gemeinsam mit unserem Kampagnenleiter Johannes Vogel jetzt richtig Gas zu geben und gemeinsam mit Ihnen Wahlkampf zu machen. Und meine Aufgabe als Generalsekretär sehe ich klar. Ich werde mit klarer Sprache deutlich machen, wo die Unterschiede zu den anderen Parteien sind, auch zum Koalitionspartner. Das ist meine Aufgabe. Da kann man sagen, das ist banale Parteipolitik. Aber das ist in einer Demokratie auch ganz, ganz wichtig. Denn die Wählerinnen und Wähler, die müssen wissen, was die Unterschiede sind, die bei dieser Wahl sind. Und dafür müssen wir das klar machen in diesem Wahlkampf. Und Rot-Grün, als Rot-Grün dieses Land regiert hat, wir haben es schon gehört, die Wirtschaftsentwicklung war schlecht, die Arbeitslosigkeit war hoch. Wir haben das besser gemacht. Mit Entfesselungspaketen, mit einer neuen Wirtschaftspolitik. Aber es ging nicht nur um Wirtschaftspolitik abstrakt. Nein, es ging uns eben auch darum, dass Arbeitsplätze entstehen. Und wenn wir die Letzten sind, die es sagen, eine gute Wirtschaftspolitik ist auch die beste Sozialpolitik, weil sie Chancen für die Menschen schafft. Dafür treten wir an in diesem Wahlkampf. Und wir wollen noch mehr Chancen schaffen, noch mehr Chancen schaffen für die Menschen in unserer Bildungspolitik. Und es brauchte erst die Freien Demokraten, die hingekommen sind und gesagt haben, die besten Schulen müssen in die Stadtteile mit den größten sozialen Herausforderungen. Unsere Talentschulen sind ein Erfolgsmodell, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt hat das auch die SPD erkannt. Der Thomas Kutschaty hat jetzt gesagt, er will jetzt auch noch mehr Talentschulen haben. Und das ist der Unterschied zwischen uns und denen. Die reden von sozialen Chancen. Wir haben soziale Chancen geschafft in diesem Land. Das ist der Unterschied. Und überhaupt, die SPD hat doch hier in Nordrhein-Westfalen vor allem immer Vergangenheit subventioniert. Jetzt schreiben sie auf ihre Plakate, für euch gewinnen wir das Morgen. Die SPD will für uns das Morgen gewinnen. Aber warum hängt sie dann Plakate von gestern auf, liebe Freundinnen und Freunde? Und die CDU hat jetzt letzte Woche ihr Wahlprogramm beschlossen. Letzte Woche.
Ich dachte immer, und ich werde das auch als Generalsekretär in Zukunft so handhaben, man beschließt erst ein Wahlprogramm und dann druckt man die Plakate. Offensichtlich ist das bei der CDU umgekehrt, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn man in das Wahlprogramm dann reinschaut, der Johannes hat eben gesagt, da ist viel kopiert worden. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, die haben nicht kopiert, die haben sich von unseren guten Ideen inspirieren lassen. Und das haben die in der Regierungspolitik auch schon gemacht. Und deswegen regieren wir so erfolgreich zusammen, weil wir gemeinsam gute Ideen auch von den Freien Demokraten umsetzen. Aber wir müssen jetzt ganz klar auch bei dieser Wahl machen, es braucht eben auch diesen Ideengeber in der Landesregierung. Es braucht die Freien Demokraten in der Landesregierung, damit wir weiter gute Ideen für dieses Land umsetzen können, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir müssen aufpassen, dass dieses Land nicht von einem schwarz-grünen Ministerpräsidenten Wüst regiert wird, weil dann wird Nordrhein-Westfalen zu einer Innovationswüste. Und das kann sich dieses Land nicht erlauben. Wir müssen weiter Innovationsland bleiben. Die Grünen haben jetzt vorgeschlagen, einen Klimaschutzmanager an jeder Hochschule im Land. Ich will jeden Euro, anstatt ihn in einen Klimaschutzminister zu stecken, lieber unseren Hochschulen zur Verfügung geben, damit sie an den besten Technologien im Kampf gegen den Klimawandel forschen können. Das ist besser, das ist das beste Geld besser aufgehoben. Und liebe Freundinnen und Freunde, damit ist es klar. Die Unterschiede sind jetzt klar. Und wir müssen jetzt gemeinsam Wahlkampf machen, online, aber auch mit den Menschen sprechen. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Bilanz. Wir können selbstbewusst sagen, wir haben Nordrhein-Westfalen besser gemacht und ab dem 15. Mai machen wir Nordrhein-Westfalen stärker. Darum geht es bei der Wahl jetzt. Und darum bitte ich um euer Vertrauen an dieser Stelle. Vielen Dank.